In letzter Zeit stolpere ich öfter über drei Buchstaben. CBD, das steht für Cannabidiol. Und da gibt es mittlerweile zig Produkte. Brownies, Cookies, Kaugummis, Öle, Blüten. Ja, und ein mega Hype. Ich hab das 2-3 Wochen genommen und hab gemerkt, ach, es geht mir besser. Ich frag mich, was bringt das eigentlich alles? Also kann man sich mit dem Zeug vielleicht sogar legal bekiffen? Oh, herrlich. Oder hat das irgendwelche anderen positiven oder vielleicht auch negativen Auswirkungen auf meinen Körper? Ich habe mir einen Drogenschnelltest besorgt. Und wie ist überhaupt die rechtliche Lage? Der Besitz ist strafbar. Um das alles rauszufinden, starte ich jetzt den Selbstversuch. 7 Tage auf CBD. Hanf. Servus. Ich bräuchte erstmal so eine grundsätzliche Beratung, was es überhaupt so an CBD-Produkten gibt. Okay, also wir hätten die verschiedensten Varianten. Mhm. Angefangen bei Brownies, Cookies. Mhm. Und dann noch CBD-Kaugummis, CBD-Tees, CBD-Lollis, CBD-Schokolade und... Dann hätten wir auch Öle, das ist das beliebteste, mit den Blüten. Also hier steht 3,2% jetzt drauf. Was bedeutet genau, denn das? Genau, da handelt es sich um den CBD-Gehalt. Okay, also hier ist quasi 3,2% CBD drin. Das hat nichts mit THC zu tun. Nein. Dann habe ich jetzt keine Wirkung wie irgendwie beim Kiffen oder wenn ich viel THC zu mir nehme, sondern... Naja, also die psychogene Wirkung, die ausgelöst wird vom THC, ist da nicht vorhanden. Also kann man die auch nicht erwarten. Okay. Eher vom CBD, was eben körperlich entspannend ist, den Schlaf fördern kann, gegen Angstzustände und Depressionen helfen könnte. Okay. CBD ist ein Wirkstoff, der nicht high macht. Dieser Wirkstoff wird aus Cannabis-Sorten gewonnen, die in der EU zugelassen sind. Die Sorten sind zugelassen, weil der Anteil des berauschenden Cannabis-Wirkstoffs THC sehr gering ist. Also kein Rausch, dafür soll CBD wahre Wunder bewirken. Ich sehe da so ein Plakat, Anwendungsgebiete CBD, da steht ja jede Menge drauf. Chronische Schmerzen, genau. Schlafstörung, Angststörung. Genau, laut Studien könnte es sein, dass CBD bei diesen Beschwerden helfen könnte. Mhm. Wie konsumiere ich das? Also die meisten nehmen das über die Schleimhaut auf, also sprich 4 Tropfen unter die Zunge. 4 Tropfen am Tag oder dreimal? Also ich persönlich nehme 4 morgens und 4 abends. Aha. Genau, das Ganze schon seit 1 Jahr und ich bin mega zufrieden. Fördert auch meine Konzentration. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich das wiedergeben. Die meisten kommen aber wegen dieser CBD-Blüten in den Laden. Sieht aus wie Gras, macht aber nicht high. Und trotzdem kann ich die hier nicht einfach so kaufen. Aber um diese Produkte erwerben zu können, müsste man bei uns Mitglied sein, also sprich Proband. Was bedeutet das? Dass wir CBD... Jetzt wird's interessant. Dass wir CBD-haltige Produkte nur an den Gewerbetreibenden weitergeben dürfen. Oder wir machen eine Studie draus, was in unserem Fall natürlich viel relevanter ist. Mhm, komisch. Aber wenn ich nicht unterschreibe, bekomme ich hier gar kein CBD-Produkt. Also mache ich mit. Nach dem, was ich bis jetzt recherchiert habe, gehe ich davon aus, dass ich hier nichts Illegales mache. Bin gespannt, was der Anwalt dazu sagt, den ich später treffe. Okay, ich kaufe jetzt einen CBD-Tee, CBD-Öl, CBD-Kaugummis, CBD-Blüten, einen CBD-Lolli und CBD-Creme. Dann wären wir bei 139 Euro. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Ich zahle mit Karte. Okay. Also günstig ist es nicht. Ich habe natürlich jetzt eine Menge gekauft, aber das kostet schon auch Geld. CBD ist auf jeden Fall schon mal eins. Ein gutes Geschäft für die Händler. Ich werde das jetzt die nächsten 7 Tage konsequent anwenden. Keine Ahnung, was das mit mir macht. Bisher habe ich noch überhaupt kein CBD probiert. Und Beschwerden, die typischerweise mit CBD behandelt werden, habe ich auch nicht. Aber es soll ja auch so das Wohlbefinden verbessern. Ich fange jetzt an mit den Tropfen. Da wurde mir im Laden gesagt, morgens 4 Tropfen unter die Zunge und abends 4 Tropfen unter die Zunge. Ich kann jetzt nicht reden, weil ich soll die Tropfen 3 Minuten lang unter der Zunge lassen. Ist bitter. Also schmeckt bitter. Ich habe das Gefühl, dass sich ganz leicht was verändert hat, dass ich mich so ganz leicht angetüdelt fühle. Das kann natürlich auch komplett die Psyche sein. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Leute, der Tag startet, wie der andere aufgehört hat. Ich bin gestern übrigens super eingeschlafen, aber ich schlafe immer super ein. So instant merke ich jetzt keine Wirkung, aber sollte sie gleich eintreten, dann sage ich euch Bescheid.
Das sind meine Hanfblüten im Tütchen. Jetzt will ich wissen, wo die herkommen, wie die angebaut werden. Und tada, mitten in der fränkischen Idylle steht eine ganze Hanfplantage. Ich bin jetzt mit dem Bauer verabredet. Der soll mir mal sagen, warum das legal ist und wie der Anbau genau funktioniert. Servus, du bist der Joe, richtig? Seid ihr, ja, hi. Sebastian, hi. Servus. Okay. So schaut es dann quasi aus. Die Pflanze ist normalerweise oder ist noch einen ganzen Meter länger. Ich ernte im Endeffekt nur die obersten Blütenstände, weil das das Wichtigste für mich ist. Was wird daraus? Zum Großteil Tee. Also das ist Tee-Rohstoff. Joe hat in diesem Jahr 10-mal mehr Cannabis angebaut als in der letzten Saison. Er profitiert vom CBD-Hype. Aber es gibt ein Problem. Es herrscht aber auch eine sehr, sehr große Verunsicherung, weil die Gesetzgebung einfach nicht wirklich ausgereift ist, um mit dem Produkt ein vernünftiges Geschäft zu betreiben. Joe baut seit letztem Jahr eine Cannabissorte mit geringem THC-Gehalt an und ist aus persönlicher Erfahrung von der Wirkung von CBD überzeugt. Angefangen hat es eigentlich bei mir mit der medizinischen Seite. 2015, als meine Reizdarmerkrankung sehr stark war oder am Peak der Beschwerden. Internet geforscht, Foren, einfach geschaut, was da los ist und bin schnell aufs CBD-Öl gekommen. Ich habe das 2-3 Wochen genommen und habe gemerkt, es geht mir besser. Ja, ich habe weniger Bauchbeschwerden gehabt, weniger Krämpfe. Schon die Tropfen haben dir geholfen? Schon die Tropfen haben mir sehr gut geholfen. So mindestens 30-40% Besserung vom Krankheitsbild. Nach dem Trocknen zeigt mir Joe, wie er die CBD-Blüten weiterverarbeitet. So schaut das dann. Das ist also quasi jetzt so die Grundlage für zum Beispiel einen Tee. Tee. Ja. Beziehungsweise genauso kommt es in die Extraktionsmaschine für CBD-Öl rein. Mhm. Würde denn das funktionieren? Weil da ist ja eigentlich so wenig THC drin. Also wenn man das raucht, was passiert dann? Passiert erstmal gar nichts. Also keine Wirkung, oder? Wenn man es in dem Zustand rauchen würde, wie ich es hier präsentiere, würde man eher ein schlechtes Gefühl davon bekommen, weil es im Hals kratzen würde, die ganzen Samen sind drin, dieses Öl, das verbrennt, würde einfach sehr, sehr unangenehm beim Rauchen einmal schmecken, aber auch dann im Hals sich verhalten und ganz viele Schadstoffe produzieren. Okay. Also von dem her ist es grundsätzlich schon mal nicht geeignet zum Rauchen. Mhm. Ich habe mir im Hanfladen solche, die Blüten quasi auch unter anderem gekauft. Das ist illegal. Okay. Ohne alles drum und dran ist es ein leider, muss ich so sagen, ein illegales Betäubungsmittel abgegeben an eine Privatperson. Ups, habe ich mich jetzt echt strafbar gemacht? Das kann ja wohl nicht sein. CBD-Blüten haben ja schließlich keine berauschende Wirkung. Sowas zu rauchen, hast du das auch mal probiert? Ja, die CBD-Blüten, die du an der Hand hast, die kann man durchaus rauchen. Also das ist doch nicht so unangenehm? Absolut nicht. Also das geht schon in Richtung Hanfblüte, Marihuana, das, was man kennt, aber absolut ohne die berauschende Wirkung. Also so bekiffen kann ich mich damit nicht? Nein, kann man sich genauso wenig. Joe ist mit der Cannabis-Ernte noch lange nicht fertig. Das ist heute unsere letzte Aufgabe. Man riecht es schon, ne? Es riecht. Du darfst das alles anbauen, weil da ja sehr wenig THC drin ist. Ne? Das liegt an der Sorte, oder? An der Züchtung der Sorten, ja. Das sind alles, was bei mir hier wächst. Also 3 verschiedene Sorten. EU-zugelassene und zertifizierte Nutzhanfsorten. Und die werden auch nur zugelassen, wenn sie diese Kriterien erfüllen, unter 0,2% THC in der Blüte oder im Endprodukt zu haben. So, wir hätten es geschafft. Ja, vielen Dank, dass ich bei der Hanfernte dabei sein durfte. Ich danke dir, dass du da warst. CBD wirkt, sagt Joe. Seit er CBD-Öl nimmt, geht es ihm besser. Mal schauen, ob ich bei meinem Selbstversuch auch noch etwas merke. Guten Morgen. Ja, der Tag beginnt, wie der Alte aufgehört hat, mit gut 4 Tröpfchen unter der Zunge. Ich konnte ja gestern sehr gut einschlafen, aber ich glaube, es lag nicht an den Tropfen. Also ich bin jetzt so gut 20 Minuten wach und muss sagen, ein Espresso ersetzen die CBD-Tropfen nicht. Beim ersten Mal hatte ich schon so das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja, fast so leicht angetrunken bin. Und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir deswegen jetzt ein Tässchen Tee gemacht. Hier, schöner Hanftee. Und vielleicht knipst der mich ja an.
Also Leute, der Tee, der hat auf jeden Fall einen Effekt. Der belebt, ja, aber es ist kein 1:1 Ersatz für Espresso. Ich habe echt die Schnauze voll. Ich komme jetzt nach Hause, jetzt gerade hier da oben seht ihr es, kurz nach 23 Uhr. Ich habe so einen 13 Stunden Arbeitstag hinter mir. Ich bin gestresst, ich bin echt genervt, ich bin kaputt. Ich werde jetzt den ultimativen CBD-Stresstest machen. Und dann werden wir ja sehen, gemeinsam, was dabei rauskommt. Und ich werde jetzt, glaube ich, mal von diesen 4 Tropfen, von denen da werde ich abweichen. 1, 2, 12, war das wahrscheinlich 12, 13, gute 20 Tropfen. Jetzt sind ein paar Minuten rum und wahrscheinlich bin ich einfach zu ungeduldig, aber irgendwie merke ich nichts und jetzt will ich es wissen. Jetzt kommt nochmal ein richtig fetter Löffel obendrauf. Knappe halbe Stunde ist jetzt rum, seitdem ich das Öl genommen habe, in großen Mengen. Und ja, ich fühle mich jetzt entspannter. Kann auch daran liegen, dass ich mich aufs Sofa gechillt habe. Bei mir ist die Wirkung vom CBD ja bislang, ich sag mal, überschaubar. Also hat dieses Zeug überhaupt irgendeinen medizinischen Nutzen oder ist dieser ganze Hype vollkommen übertrieben? Das will ich jetzt wissen von einem Neurologen, der viele Krebspatienten behandelt und sich intensiv mit dem Thema CBD auseinandergesetzt hat. Kommen Sie doch rein, können wir in Ruhe sprechen. Was würden Sie denn sagen, so aus medizinischer Sicht, hat CBD eine Wirkung oder kann es eine haben? Ja, also es hat eine Wirkung, das wissen wir mittlerweile, bei der Epilepsie. Und es kann Wirkung haben, was wir erahnen, aber noch nicht wirklich wissen. Von daher ist es eine interessante Substanz. Aber ich habe jetzt nicht so richtig gespürt, warum denn nicht? Oder zumindest weiß ich es nicht. Ja, wenn sie gesund sind letztlich, ne, dann, und keine Beschwerden haben, dann kann man sich auch nicht erwarten, dass sich viel verändert. Eine andere Situation ist, wenn sie jetzt Krankheitssymptome hätten und Erkrankungen, in denen das CBD auch wirklich mit einwirkt. In dem Laden, in dem ich war, wo ich das Öl auch her habe, da hing so ein Aushang. Da wurden die Anwendungsgebiete, die vermeintlichen von CBD quasi genannt. Ja. Wenn Sie da so drauf schauen, was sagen Sie dazu? Es ist schon trickig, ne? Weil wenn man sich anschaut, was an Studien gemacht wurde, dann würde ich sagen, in den allermeisten Bereichen ja. Allergien und Asthma ist mir jetzt nichts bekannt. Ne? In den anderen Bereichen, zum Beispiel Entzündungen, auch Angststörungen, Epilepsie, wie besprochen, gibt es Forschungsarbeiten, aber die allerwenigsten sind eben mit Menschen schon gemacht. Ne? Sondern gerade bei den Entzündungshemmungen auch, ne? Dann gibt es Studien im Labor, ne? an Tieren im besten Fall noch. Und da sieht man schon, aha, das hat eine entzündungshemmende Wirkung. Ne? Nur, das bedeutet noch lange nicht, dass es jetzt bei uns als Mensch auch so wirkt. Ne? Und ganz übel hier zum Beispiel bei Krebs, ne? Dass dann so steht, da, also bei Krebs. Und indirekt vermittelt es ja, aha, das hilft gegen Krebs. Und im schlimmsten Fall glaubt dann jemand noch, ja, das mit dem CBD bekämpfe ich jetzt meinen Krebs. Ne? Das wäre der Super-GAU. Deshalb sagt Wolfgang Dörfler, Beschwerden erstmal mit einem Arzt besprechen und nicht direkt zur CBD-Flasche greifen. Dann kann CBD zum Beispiel bei Entzündungen helfen. Ich habe gerade aber eine ganz andere Sorge. Also in CBD-Produkten, da ist ja eigentlich super wenig THC drin. Trotzdem gibt es immer wieder das Gerücht, dass man THC in Drogenschnelltests nachweisen kann, obwohl man nur CBD-Produkte konsumiert hat. Tja, ich will jetzt wissen, ob das stimmt und habe mir einen Drogenschnelltest besorgt. So, ich war erfolgreich in gewisser Weise. Also wenn hier nur ein Strich dahinter erscheint, dann ist THC nachweisbar. Wenn zwei Striche erscheinen, dann ist es nicht nachweisbar. Gut 5 Minuten sind um. Das heißt, jetzt kommt das Ergebnis in 3, 2, 1. Oh, krass. Das ist krass. Der schlägt wirklich positiv an. Eine Linie. Also das schockt mich jetzt schon ein bisschen. Ich habe zwar viel von den CBD-Tropfen genommen, gestern Abend auch eine ordentliche Portion, aber THC ist da ja wirklich so gut wie gar nicht drin. Und es hat ja auch keine Rauschwirkung. Ne? Also ich spüre ja nichts. Aber wenn mich jetzt die Polizei anhält und dann machen die so einen Test mit mir, dann habe ich ein Problem für gar nichts. Ist also vielleicht sogar mein Führerschein in Gefahr? Das frage ich gleich Kai Niermann. Er ist Anwalt und berät die Cannabis-Industrie. Zuerst zeige ich ihm aber meinen Einkauf im Hanfladen. Das kam mir damals schon komisch vor und Bauer Joe meinte ja sogar, dass meine CBD-Blüten illegal wären. Einfache, klare Frage. Als ich das hier gekauft habe, habe ich mich damit strafbar gemacht oder könnte mir was passieren als Kunde? Ja, das ist ein Produkt, was dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt.
und der Besitz ist strafbar und muss von der Polizei auch dementsprechend verfolgt werden. Ich habe das ja offiziell in dem Laden zu wissenschaftlichen Zwecken erworben, weil ich hier Studienteilnehmer bin. Könnte mich das retten? Kommt drauf an. Mhm. Unverarbeitete Cannabisblüten fallen ohne Ausnahme unter das Betäubungsmittelgesetz. Dort gibt es für Cannabis mit geringem THC-Gehalt nur zwei Ausnahmen für einen legalen Verkauf. Zu wissenschaftlichen Zwecken oder an Gewerbetreibende, die die Blüten zum Beispiel zu Tee oder Öl weiterverarbeiten. Doch die Hürden sind hoch. Ich meine, gucken Sie sich das mal an. Sie geben hier, ist hier ein umfangreicher Haftungsausschluss, ne? Mhm. Ist hier vereinbart. Das Studiendesign wird nicht im Ansatz erklärt. Ne? Es wird halt nur die Vorzüge des Nutzhanfes werden hier beschrieben. Mhm. Ich trage als Kunde im Zweifel das Risiko, wenn ich jetzt kontrolliert werde. Ich kann als Anwalt nichts anderes sagen. Wir sind immer verpflichtet, den sichersten Weg zu empfehlen. Ja. Und das ist im Moment nicht. Da kann ich nur sagen, ja, das kann ein Problem geben. Also, wenn ich damit rumlaufe, die Polizei kontrolliert mich, ich kriege eine Anzeige, was hätte ich denn dann so schlimmstenfalls zu befürchten? Da hier nicht mal der aktive Wirkstoff THC drin ist, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das Verfahren ohne Geldauflage eingestellt wird. Wie ist es denn mit dem Öl? Ist es anders als mit hier den Blütenstängeln und so weiter? Ja, das ist ein verarbeitetes Produkt zu einem Lebensmittel. Das heißt, das geht nicht nach dem Betäubungsmittelgesetz, sondern... Genau, es unterfällt nicht dem Betäubungsmittelgesetz, sondern lediglich den lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Ah, okay, also das ist quasi der Unterschied. Das ist Betäubungsmittelgesetz und das ist Lebensmittelrecht und damit bin ich damit immer safe als Kunde. Genau. Der Kunde ist also sicher. Aber für den Verkäufer könnte es Ärger mit den Behörden geben. Denn CBD-Öle gelten als neuartige Lebensmittel und brauchen eine EU-Zulassung. Da gibt es bisher erst eine Firma, die diesen Antrag im Jahre 2016 gestellt hat. Und der ist bisher auch noch nicht beschieden worden. Das heißt, eigentlich kann dieses Produkt diese offizielle Lizenz noch gar nicht haben. Ich gehe nicht davon aus, nein. Und jetzt zu meinem Drogentest. Der war nach 7 Tagen CBD-Öl positiv, obwohl ich gar keine Wirkung gespürt habe. Das hat mich echt geschockt. Sie haben jetzt THC im Blut, was Sie vorher nicht hatten. Ja. Aber im Spurenbereich. Mhm. Ne? Spätestens bei der Blutprobe, wenn Sie kein Konsument sind, wird sich das dann aufklären. Das waren jetzt meine 7 Tage auf CBD. Ich muss sagen, von der Wirkung hätte ich echt mehr erwartet. Also bei mir gab es ja fast gar keinen Effekt. Das heißt jetzt nicht, dass es grundsätzlich keine Wirkung gibt. Also auch der Arzt sagt ja, CBD kann sinnvoll sein, ist aber eben noch nicht so erforscht. Und natürlich sind alle Menschen verschieden. Also wer weiß, wenn es bei mir nicht wirkt, kann es trotzdem bei euch wirken. Aber, und jetzt kommt sozusagen der große Zeigefinger, mit sowas hier wäre ich super vorsichtig, weil man kann es einfach so kaufen, aber man kann sich trotzdem damit strafbar machen und das würde ich persönlich auf jeden Fall vermeiden wollen. Und ehrlich gesagt, auch in eine Polizeikontrolle zu kommen, wo dann der Drogentest positiv anschlägt, weil man hier sowas konsumiert hat, ist auf jeden Fall unangenehm, möchte ich nicht, dass mir das passiert. Jetzt wisst ihr also Bescheid, aber wie ist denn das mit euch? Würdet ihr sowas mal nehmen? Und wenn ja, warum? Also für welche Beschwerden oder welches Anliegen? Schreibt uns das doch bitte mal in die Kommentare. Und wenn ihr da unten schon rumwuselt, dann könnt ihr uns auch hier ein Abo dalassen. Oder ihr könnt hier oben auf den Selbstversuch zum Thema Nasenspray klicken. Ja, Nasenspray sucht, auch ein großes Thema. Und hier unten gibt es alle Selbstversuche von uns. Also ist auf jeden Fall auch ein Klick wert.